Ja. So, ich bin gerade bei mir sind gerade übel viele Monster, deswegen habe ich mich gerade in mein Bett verzogen. Ich komme, ich gehe auch. Oh. Warum kann ich nicht ins Bett gehen? Du kannst nicht schlafen, da ist ein Monster in der Nähe. Ich bin zwar am Boden eingebuddelt, aber. Ey, komm, jetzt ist der. Mayday! Dann warte ich ein bisschen. In der Kiste für Waffen liegen 3 Schwerter, die alle fast kaputt sind. Ihr habt hier nur etwas attraktives Zuckergebäck liegen. Die ist geheim, aber das steht deine Tastatur. Zip? Ah, da habt ihr meine Mama gehört. Meine Mama ist natürlich sehr stolz, dass wir so tolle Hobbys haben. Ne? Das ist auch normal, dass in einer Let's Play-Aufnahme die Mama dazukommt. Ja, Finn und ich hatten auch schon die kreative Idee. Ich höre dich kaum. Ja, ich höre nur, dass ihr beide da irgendwas labert. Und das ist alles in der Aufnahme, aber macht nicht weiter. Und die Leute werden sich sicher amüsieren. Ha, Errungenschaft, backe Brot. Komm, beweg. Wow, Creeper. Creeper in die Luft, ja. Oh, warte mal her, raus. Ihr wollt doch sicher Kinder haben. Die Schweine kann man nicht mehr mit Dingens füttern. Hey, cheate doch nicht, du Bastard. Was ist? Du hast gecheatet. Ich lieg im Bett. Du cheatest, du Junge. Das steht bei mir. Billy, sang ja, was hab ich denn gemacht? Billy Sangwin hat die Zeit auf Null gesetzt. Ja, aber nicht. Komm rüber. Nö. Guck. Hör auf zu cheaten im Let's Play, das ist scheiße. Ey, laber nicht, hab ich nicht. Nee, steht hier nur. Hab ich trotzdem nicht. Das ist irgendwie eine ziemlich schlechte Lüge. Siehst du, glaubst immer das, was der Computer dir sagt. In dem Fall ja. Die eigentlich einen Weihnachtsbaum? Nee, ne? Doch. Mama, wo ist denn der Weihnachtsbaum? Ja, stimmt. Unsere ist auch noch auf der Terrasse. Ja, sag ich doch. Nein, ich muss ihn morgen auch noch schmücken. Haha, du musst das machen. Du auch. Hey! Du wolltest den ja. Du bist schuld. Wer sagt, dass ich einen Weihnachtsbaum will? Das ist eine Unterstellung. Alter, ich habe jetzt schon wieder so viel Kacke. Endlich komme ich wieder zum Bauen nach diesem scheiß Monster. Nach dieser scheiß Monsternacht. Und brennt der Urwald immer noch? Nee, brennt nicht mehr. Schön. Du bist am Urwald, dann besuche ich dich gleich, dann weiß ich, wo du bist.
Nein, das ist nicht der Urwald. Ja, ja, das ist ein anderer. Ne? Der ist Richtung altes Haus. Leite mich schön auf die falsche ihr wisst, was ich meine. Nein. Falsche Fährte. Oder falsche Spur, sowas. Lern dich auszudrücken. Se, Spießer. Rote Wolle für das Baumhaus, badam. Wundert euch nicht, was ich mache. Was denn? Na, du, dir sage ich gar nichts mehr, ja? Dämmen, warum ist da unten Wasser? So, das war meine Spitzhacke mit Effizienz. Schaufel mit Effizienz. Da, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man reden sollte. Hast du irgendein Thema, wo man sich und diskutieren kann? Nee. Kacke. Sagt uns mal Themen, über die man diskutieren kann, weil sonst ist das ziemlich doof. Ich habe gehört, dieses Jahr kaufen die Deutschen nicht viel ein zu Weihnachten. Was? Ich habe dagegen, ich habe gehört, die machen gerade wieder Rekordumsätze bei Galeria-Kaufhof und so. Ja, aber ich meine die Einzelläden nicht. Ja, geil, weil das alles die Ketten aufbrauchen. Galeria-Kaufhof macht so oder so Umsätze. Ja, Galeria-Kaufhof ist doch scheiße. Die ganzen Ketten, das nervt. Was machen denn die armen Einzelhändler, ne? So wie Waffenhandel Schmachtenberg in Kassel, ne? Was macht, was kann der denn? Ja, ich glaube, der verdient auch noch seine, sein Geld durch so ein paar Messer, die er da verkauft. Schneidwarengeschäft Schmachtenberg, für jede Kasseler ein Muss. Keine Schleichwerbung. Gar nicht. Ich sag ja keine Schleichwerbung. Ja, ich sage, ich gebe dir ja noch nicht. Was ist illegal? Was ist illegal? Schleichwerbung. Seit wann ist Schleichwerbung illegal? Ist sie wirklich? Ja. Du hast keine Ahnung, oder? Hä, du darfst doch in Filmen keine Schleichwerbung machen. Ja. Ja, nee, in der Hinsicht. YouTube auch nicht. YouTube muss es auch anmelden mit Creative Commons. Ey, aber wieso durfte Nokia hat auch sogar Geld dafür bezahlt, dass James Bond das Handy von Nokia hat. Das ist ja auch was, das ist auch was anderes. Ja, das ist James Bond. Können wir aber mal Nokia anrufen und fragen, ob sie uns Geld dafür geben? Hast du jetzt eigentlich ein HTC oder? Noch nicht, aber also. Nein, zu Weihnachten meine ich, ist das ein HTC oder welches Android-Kack ist das? Ist kein Kack. Android ist kack. iPhone ist aber zu teuer. Wenn dir das geklaut wird, ärgerst du dich mehr. Wieso? Ich meins hat schon Bildschirmrisse. Hä? Mein iPhone hat schon Bildschirmrisse. Darum geht's doch gar nicht. Naja, ich meine, das wäre mir relativ wurscht. Ja, wenn du dir ein iPhone 5 kaufst, meine ich. Ja, okay, dann wär's mir nicht wurscht.
Ein iPhone 5 finde ich auch relativ unnötig. Ich meine, sieht ja schon geiler aus, aber... Wie findest du? Ja, sieht extrem cool aus. Ist schwarz jedenfalls, aber das hat halt noch ein Retina-Display. Aber sonst ist, glaube ich, eigentlich fast genauso gut wie das iPhone. Ey, ich habe so keinen Plan, was ich mache. So. Schafe. Was haltet ihr eigentlich allgemein von Apples Firmenphilosophie? Ey, jetzt fangen, lass keinen Kommentar kack machen, dass Apple versus Samsung. Hä? Darüber wissen wir zu wenig, würde ich sagen, aber Apples Firmenphilosophie ist ja schon eine Diskussion wert. Als ob Samsung es anders macht. Hat ja niemand gesagt. Ich meine, alle regen sich immer drüber auf, dass Apple die ganzen Chinesen schlecht behandelt. Und dann sollte man mal in Betracht ziehen, dass die anderen das mindestens genauso machen. Das meine ich nicht, aber wenn man Apple ein Produkt hat, kann man das 2 Jahre haben und danach ist es wieder für den Arsch. Ja, nur weil dein iPad 1 jetzt nicht mehr aktuell ist. Ja, das läuft einfach nicht mehr gut. Ich kaufe mir kein Gerät, was 2 Jahre später, also regulär sollten Firmen das nicht so machen, dass man das nach 2 Jahren nicht mehr braucht, weil es nicht mehr gut läuft. Aber ich habe mein iPad 1 jetzt und ich finde, es läuft eigentlich noch fast ohne Probleme. Also, als ich es gekauft habe, kam iOS 4 raus, jetzt ist iOS 6 und es funktioniert schon nicht mehr. Ja, aber warum brauchst du denn auch iOS 6? Ich meine, was ist denn so toll? Weil der App Store von iOS 5 nicht mehr, eigentlich so gut wie gar nicht mehr gut läuft. Der stürzt immer ab und so. Da, ja, okay. Ja, na gut. Ey, komm, diese Welt. Komm, lade. Ja, das stimmt. War aber trotzdem, ich finde, ich habe im Moment mit dem iPad 1 fast null Probleme. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass wenn man Apps parallel laufen lässt, dass die dann abstürzen. Ja, das Multitasking bringt es ja auch eigentlich gar nicht, ne? Multitasking ist ja eigentlich dazu ausgelegt, dass es einem hilft, wenn man von App zu App switcht, aber das funktioniert gar nicht mehr. Aber ich finde es auch unnötig, was will man mit Siri? Siri ist das... Ja, aber ich meine jetzt, wenn du jetzt erst eine App aufhast und dann kurz wechselst, das geht schon gar nicht mehr beim iPad 1. Sobald du etwas größeres App aufhast, lohnt sich dieses Multitasking, diese Multitasking-Funktion gar nicht mehr. Also eins verstehe ich aber noch weniger, zu behaupten, dass die anderen Tablets, die nicht von Apple sind, so viel besser seien. Die sind gar nicht besser. Nee. Das sagt aber auch kein Test, dass Doch, die besser sind. Doch, natürlich, es gibt hunderte Tests, die das sagen. In Leistung, Nein, das ist nur bei den Handys so und das stimmt ja auch eigentlich. Bei den Tablets auch. Kann ich gleich googeln. Und das heißt schon noch, ich will eine kleine Sicherheitspause machen, weil es schmiert mir so gerne das Aufnahmeprogramm. Eine Sache noch. Komm, mach schnell. Ja, gerade ist ja das Nexus 7 rausgekommen und das ist auf jeden Fall ziemlich schlecht. Und auch schlecht bewertet. Es ist ja auch einfach scheiße. Es ist total schlecht. Hat eine 1,3 Megapixel Kamera. Hallo, das ist lachhaft. Und sieht total billig aus. Ja. Na gut, dann mach mal. Ah, ich kann gerade. Creeper. So. Dann, sag ich mal, bis gleich. Ich laufe noch zu diesem Turm da. Da ist ein bisschen Licht. Zu unserem alten Haus. Und dann wachen wir auf in der Ruine. Ja, nun diesen Grafikfehler. Bis gleich.